Gestern war so ein nicer Tag. Er hat damit angefangen, dass ich mit Abby gekuschelt habe. Anschließend habe ich mich mit 50 plus eingecremt, denn die Sonne hat ordentlich runtergeballert. Ich bin der weiße Hai, Hautkrebs und Falten bekommen ist blöde. Dann ging es weiter zum ersten Spaziergang des Tages. Wenn ihr Probleme mit der Leinenführigkeit eures Hundes habt, dann achtet unbedingt mal drauf, dass er entspannt aus dem Haus rausgeht und die ersten Meter zivilisiert neben euch hergeht. Abbys Kacke habe ich natürlich vorbildlich eingesammelt. Dann habe ich auf mein Handy geschaut und gesehen, dass jemand gefragt hat, wie ich es ihr beigebracht habe, dass sie nach dem Gassi automatisch auf ihren Platz geht. Ihr könnt mal Folgendes ausprobieren. Bringt euren Hund an der Leine im Haus auf seinen Platz und lasst ihn dann da chillen. Das macht ihr dann einfach, bis es zur Selbstverständlichkeit wird und dann könnt ihr die Leine abmachen. Ich habe das einfach komplett kommentarlos durchgezogen, ohne Locken, mit dem Leckerli aufs Körbchen, ohne sie dabei anzusprechen. Ich habe es einfach gemacht und irgendwann wurde es zur Selbstverständlichkeit. Witzigerweise war sie jetzt hier ein bisschen verwirrt, weil sie sich vermutlich gefragt hat, warum zum Geier die Leine wieder dran ist, obwohl sie das ja eigentlich auch ganz alleine kann.